arschelig. Warum? Bitte. Hausaufgaben machen. Los. Kann ich bitte gucken? Nur einmal. Also, sag nicht, wie es hier. Also, lasst euch nicht einschüchtern. Also, wenn ihr euch jetzt alle ablenken lasst von irgend so einem Handyschrott, dann geht ihr bestimmt nicht Gymnasium wie diese kleine Ablenkerin. Also, was ich jetzt mal lernte, sagen möchte, ist, dass ihr Kind zum Beispiel in einen Raum kommt, wo nicht so viele Sachen drin sind, zum Beispiel Handy und alles. Und das ist ja viel Schrott. Es kommt ein SMS und das ist laut und das Kind wird ablenkt von dem Handy, weil da kommt ein SMS. Und das Kind muss seine Hausaufgaben machen. Dann stellen sie das Kind in einem ruhigen Zimmer. Ja, zum Beispiel wie Kinderzimmer. Also, da soll kein Playstation sein oder so eine Wii, so irgendwie PSP oder so. Wir sollen alle elektronischen Sachen mitnehmen. Xbox und so. Also nein, gar nichts. Kein Handy, kein irgendwelchen Schrott. Also kauft euren Kindern nicht so viele Sachen da. Also, ich mache das jetzt mit meinem Vaters Handy. Und kauft euer Kind nicht irgend so einen Schrott, die so Internet. Also ich mag sowas nicht. Ich hab keine solchen Teile da. Okay, also was ich noch so sagen möchte ist, man kann auch ein Leben leben ohne Handy. Und, also ihr Kinder könnt doch was basteln, also ihr könnt euch doch so welche Teile holen und irgend so einen Schmuck basteln. Ich mag es ganz doll zu basteln, man kann überlegen, was man aus diesen Teilen machen kann. Ob man so ein Teil machen kann. Zum Beispiel aus das hier dann schönes. Ob man irgend so ein Papier draufkleben kann und irgendwas so Schönes machen kann. Also man kann ja auch nicht so Sachen machen. Zum Beispiel, wir können dem Kind sagen, du arbeitest jetzt, dann verdienst du noch was, mein Panzer und ich mach dir irgendwas. Wir können es auch so machen, dass du jetzt eigentlich für die Festung arbeitest und dann hast du ganz fertig gekriegt. Weil sonst am nächsten Tag wird das Kind also sagen, warum habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht? Und das ist nicht gut für die Lernentwicklung, das Handy haben in einem Zimmer. Es sollte eigentlich eigentlich auch gar kein Fernsehen sein. Nur Fernsehen aufmachen, wenn ihr Kind mit allem fertig ist. Aber auch nicht nach den Hausaufgaben. Sonst vergisst es alles, was es gelernt hat. Okay? Danke. Also, was ich noch sagen möchte. Meine Kollegin hat doch jetzt gesagt, also meine Freundin, meine beste Freundin, diesen Süßes und irgendwas. Sie können doch mal sagen, wenn du deine Hausaufgaben fertig hast, gehen wir zum Wochenende zum Kino. Also, dass ihr so irgendwie, aber das sollt ihr auch tun. Sondern, wenn ihr das nicht tut jetzt, wird euer Kind sagen, ja, also einmal. Und dann, wenn ihr das nicht tut, dann sagt ihr, mir doch egal, du bringst mich nicht zum Kino. Ich kenne dich doch eben. Du hast doch letztens so gemacht, also. Und wenn ihr eine Tochter habt, also Tochter sind immer lieb, wie Kadrier hier. Hallo. Also sie hat eine kleinere Schwester. Sie ist ganz süß. Und also ihre kleine Schwester kommt im Palast, die Hefte, alles, die sie schreibt, die packt Sachen in, was ich in den Ranzen gehört. Und sie sagt gar nichts. Pause!